Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Yvonne. Ich darf euch jetzt auf einer kleinen Reise durch unsere drei Atemräume begleiten und ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Du brauchst eigentlich nur entweder ein Kissen, auf dem du sitzen kannst oder einen Stuhl, so dass du aufrecht bist und dein Atemraum frei ist. Das wäre sehr nützlich. Das heißt also, richte dich jetzt erstmal so ein, dass es für dich passt. Du musst auch nicht, wie ich jetzt, im Schneidersitz sitzen. Du kannst gerne auch in den Fersensitz kommen, wenn es für dich angenehmer ist. Gerne auch da mit einer Decke zwischen den Oberschenkeln und den Unterschenkeln oder eben auch auf einer Erhöhung wie einem Kissen. Schau mal, dass du es dir wirklich gut einrichtest, sodass du jetzt ungefähr 10 Minuten bequem sitzen kannst. Und wenn du dann soweit bist, dann leg die Hände erstmal einfach nur ab, entweder auf den Oberschenkeln oder eben gefaltet im Schoß ineinander gelegt. Und dann bitte ich dich für einen kurzen Augenblick mal die Augen zu schließen und erstmal bei dir anzukommen. In hier und jetzt. Nimm für einen Augenblick wahr, was jetzt gerade da ist, wie es dir geht. So ein kleiner Check-in. Nimm für einen Augenblick alles wahr, was jetzt die Unterlage berührt, entweder den Boden oder den Stuhl, auf dem du sitzt, welche Körperteile sind und wie fühlt sich das an. Schau mal auch, was du um dich herum noch hören kannst. Geräusche sind, nimm das einfach wahr, so wie es jetzt gerade ist. Auch Gedanken, die jetzt hochkommen, Gefühle. Schau sie an und dann lass sie einfach weiterziehen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, die Augen geschlossen zu halten, dann lass sie gerne zu. Wenn dir das unangenehm ist, dann kannst du sie sehr gerne wieder öffnen und schau einfach vor dir auf den Boden, auf einen Punkt, der sich nicht bewegt, mit so einem sanften, entspannten Blick. Und dann nimm doch jetzt mal die Hände auf deinen Bauch. Spür die Wärme und dann beginne gegen deine Hände einzuatmen, so dass sich die Bauchdecke nach außen bewegt und dann atme auch durch die Nase wieder aus und die Bauchdecke senkt sich wieder. Atme mal ganz aus. Kannst die Bauchdecke auch ein wenig einziehen Richtung Wirbelsäule. Und dann atme wieder ein gegen die Hände. Bauchdecke wölbt sich nach außen. Lass die Bauchdecke ganz entspannt. Wir neigen dazu, immer so viel Spannung im Bauchraum zu halten tagsüber. Und jetzt darfst du wirklich die Bauchdecke ganz, ganz locker lassen. Nimm auf die Art und Weise in deinem eigenen Atemrhythmus einige ganz bewusste Atemzüge. Immer durch die Nase ein und wieder aus.
Bleib ganz zwanglos, aber fokussiert auf deinen Bauch. Und dann nimm die Hände eine Stufe höher, außen an die Rippen berühren, an den seitlichen Brustkorb. Und dann atme wieder durch die Nase ein, Brustkorb öffnet und weitet sich nach vorne und oben. Und wenn du ausatmest, fällt alles wieder in sich zusammen. Nimm das wahr. Lass die Schultern entspannt. Bleib aufrecht sitzen. Atme auch hier wieder in deinem ganz persönlichen Atemrhythmus ein und aus. Die Bewegung unter deinen Händen wahr. Dann löst die Hände wieder und bring jetzt die Fingerspitzen ganz oben auf deine Schlüsselbeine. Wenn du nicht genau weißt, wo das ist, kannst du kurz die Augen öffnen und hier schauen. Einfach hier oben diese knöchernen Fortsätze, das sind dein Schlüsselbein jeweils. Und dann kannst du rechts und links die Fingerspitzen dort auflegen. Und dann atme in den Brustkorb nach oben ein, bis sich quasi deine Finger heben und senken. Lass auch hier dabei wieder die Schultern total entspannt, Stirn ist entspannt, Kiefer ist entspannt. Wir lenken jetzt einfach den Atem nach oben gegen die Fingerspitzen. Gedanken aufkommen. Schau sie dir kurz an und lass sie wieder ziehen und komm zurück zu deinem Atem. Durch die Nase ein und wieder aus. Dann lass die Hände sinken, wieder auf die Oberschenkel in deinen Schoß. Spür kurz nach. Und wir verbinden jetzt diese Bewegungen miteinander. Auf 1 atmest du in den Bauch. Auf 2 geht der Atem weiter hoch in die Rippen. Und bei 3 atmest du hoch zu den Schlüsseln. Und dann atmest du alles wieder aus. Dabei kannst du schauen, ob du zuerst, wenn du ausatmest, den Bauch leerst, dann die Rippen, dann den Brustkorb oder ob du von oben nach unten ausatmest. Schau mal, was bei dir am besten passt.
Und dann atme jetzt bei 1 in den Bauch, 2 in den Brustkorb, 3 bis hoch zu den Schlüsselbeinen. Und wieder aus. Wenn es dir einfacher fällt, leg die rechte Hand nochmal auf den Bauch und die linke Hand hoch, den Brustkorb, dann kannst du den Atemfluss nochmal besser begleiten. 1 Bauch, 2 Rippen, 3 Schlüsselbeine und wieder aus. Und jetzt atme in deinem Atemrhythmus ganz alleine für dich weiter. Denk daran, entspannt zu bleiben, zwanglos. Dann lass die Hände jetzt wieder sinken auf die Oberschenkel oder in den Schoß. Spür nochmal einen Augenblick nach, wie es dir jetzt geht. Nimm noch einen ganz bewussten Atemzug durch die Nase ein und atme durch den Mund aus. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen. Herzlich willkommen zurück in Hier und Jetzt nach dieser kurzen, bewussten Atemübung. Der Atem ist so wichtig für unsere Gesundheit und diese regelmäßigen Atemübungen helfen, unsere Atmungsorgane, unser ganzes Atmungssystem gesund zu erhalten. Und gleichzeitig helfen sie auch, das Nervensystem zu regulieren. Wir kommen raus aus diesem sympathischen Modus, aus diesem Stressmodus, aus diesem aktiven Modus in einen beruhigenden Modus. Der Parasympathikus übernimmt und reguliert unser Nervensystem in die Ruhe hinein. Das hilft dann letztlich auch noch unserer Verdauung, unserem Schlaf und ist das, was wir brauchen, um zur Ruhe zu kommen, längerfristig und gesund zu bleiben. Also, du kannst diese Atemübung so oft du magst wiederholen und immer in deinem Atemrhythmus üben. Wie gesagt, bleib zwanglos, üb so lange, wie es dir gut tut und vielen Dank an dieser Stelle, dass du mit mir praktiziert hast. Ich wünsche dir alles Gute.